Kenan Kocak verlässt Hannover 96 zum Saisonende. Kommt Steffen Baumgart, meine Meinung, nach dem Intro. Herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal Hen96. Ja, heute soll es um eine aktuelle News-Entscheidung gehen von 96, eine aktuelle Information. Martin Kind bzw. Hannover 96 hat heute gegen 13 Uhr mitgeteilt, dass man im Sommer den Vertrag von Kenan Kocak auflösen wird. Das bedeutet also, dass Kenan Kocak ab 1.7. nicht mehr Trainer von Hannover 96 ist. Die Frage ist nur, warum nicht sofort? Dann könnte man mit dem Co-Trainer schon mal schauen. Es sind eigentlich 4 verschenkte Wochen. Kocak hat keine richtige Lust mehr. Aber egal, auf jeden Fall ist die richtige Entscheidung. Bleiben wir erstmal dabei. Meiner Meinung nach wäre es die richtige Entscheidung noch besser gewesen, wenn man ihn sofort den Vertrag auflösen würde, aber das wäre wahrscheinlich teurer, also ist schon in Ordnung so. Und das ging einfach so nicht mehr weiter. Ich glaube, das haben beide auch gemerkt, Kenan Kocak und Hannover 96, dass das so nicht mehr weitergeht. Ich glaube, Kocak hat auch ein bisschen die Mannschaft verloren. Die Spielphilosophie war zumindest nicht mehr erkennen. Auch wie er sich teilweise ungeschickt geäußert hat über zu Messi oder Dux oder andere Spieler teilweise, das habe ich nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall richtige Entscheidung. Kommen wir kurz zur Mitteilung von 96. Kocak und 96 lösen den Vertrag zum Saisonende auf. Das bedeutet also, dass er noch die 4 Spiele gegen Kiel, St. Pauli, Nürnberg und Darmstadt machen wird. Das bedeutet also, dass er ab dem 23. Mai praktisch nicht mehr tätig sein wird für Hannover 96. Kenan Kocak seit Mitte November 19 im Amt, 6. Platz noch gemacht. Da dachte man, ist der richtige Mann. Aber diese Saison, sind wir mal ehrlich, das war gar nichts dieses Jahr um 96. 13. Platz stand jetzt, klar, haben noch ein Nachwuchsspiel. Aber das kann nicht sein, dass 96 mit diesem Kader, auch wenn es viele Unruhen gibt, auch wenn es viele Unstimmigkeiten auch in der Mannschaft gibt, viele Vorkommnisse, die natürlich nicht dazu beitragen, dass alles glatt lief bei 96. Aber ein bisschen mehr sollte man erwarten. Kocak hat aus den letzten 10 Spielen nur einen Sieg geholt. Das sagt alles aus. Das war auch irgendwo klar in den letzten 2, 3 Wochen, dass man im Sommer einen neuen Trainer braucht. Ja, eine mögliche Option dafür ist Steffen Baumgart, wie ihr schon im Hintergrund seht. Steffen Baumgart bis diesen Sommer in Paderborn angestellt, verlängert aus dort seinen Vertrag nicht, beziehungsweise hat halt einen Vertrag bis 21. War 4 Jahre in Paderborn, ist von mit der dritten Mannschaft, dritten, in der dritten Liga gestartet, dann gleich hoch zur zweiten, dann wieder hoch zur ersten, dann abgestiegen und jetzt stabil im Mittelfeldplatz. Im Moment stand jetzt dem dort Mittwoch in der Woche, ist er sogar noch vor 96. Das bedeutet also, der macht eine gute Arbeit. Der hat gezeigt, dass er aus wenig Mitteln viel rausholen kann aus der Mannschaft. Was mich besonders freut ist, der setzt auf schnelle, junge Spieler. Der kann mit schnellen und jungen Spielern gut arbeiten. Vor allem mit jungen Spielern. Das finde ich sehr gut und ist auch sehr wichtig, sollte eine Philosophie sein. Dann habe ich eben noch gehört, dass die beiden, dass der Co-Trainer und der Moosmann, also der Torwarttrainer, auch die Verträge nicht verlängern wird. Ich gehe davon aus, dass Sievers wahrscheinlich wiederkommt, weil der ist ja auch im Moment frei. Wär nett, wenn noch eine Identifikationsfigur zu Hannover kommen würde. Baumgart ist auch ein sympathischer Typ, muss man sagen. Der sagt das, was er denkt. Das feiere ich sowieso immer. Ja, das war ein kurzes Video. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Subscribt meinen Kanal, wenn euch gefällt. Liked das Video. Bis demnächst und ciao.